Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder vom Gundischhof auf der Holzer-Map im LS22 in unserem Realismus-Selbstversuch mit Terra Life Plus. Ja, heute stehen so ein paar organisatorische Dinge an. Einerseits habe ich mir einen neuen 516 organisiert, und zwar ist er vom Schnippel. Einerseits, wenn wir die Türe aufmachen, hat er Sound. Andererseits, wenn wir drin sitzen und Türe zumachen, hat er keinen Sound mehr. Also, ne, verringert. Also den habe ich ausgetauscht, 1:1. Vom Kontostand her hat sich nichts getan. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, am Haus hat sich was getan. Den schauen wir aber gleich noch an, denn ich hatte die Maler da. Ich möchte aber kurz auf einen Kommentar eingehen. Und zwar hat mich einer gefragt, wo sind denn die Schafträger? Und Leute, ich gehe mal hier rein, mache die Markierungen an. Dann sehe ich, hier drüben ist einmal der Kaufträger. Dann sehe ich einmal, hier ist der Wasserträger. Und wenn ich dann runtergehe ins Haus, komm, gehen wir den direkten Weg runter, dann findet ihr auch hier den letzten Trigger. Klar, die Zuordnung, die hier ist ein bisschen schwieriger, aber auch hier nochmal, und ich muss mich da selber an die Nase fassen, es gibt eine PDF, wo man das lesen kann, aber ich mache das gar nicht für euch. Ich hoffe, somit sollte das erledigt sein. Das Coole ist, ich habe mir sagen lassen, wenn ihr dieses Wasserfass von der Farming Agency, wo da dazu kommt, und zwar unter Tierhaltung war das, glaube ich, dieses hier, wenn ihr dieses Fass füllt mit Wasser, und das kennt ihr, by the way, da drüben am Wasser an. Und wenn ihr das hier oben hinstellt in diesen Wassertrigger, dann saugt sich der Trigger von dem Wasserfass das Wasser wohl rüber. Zudem, wenn ihr je einen Fluss durch die Weide hätten, braucht ihr das gar nicht machen, weil sich sozusagen die Tiere vom Fluss die Erfrischung holen. Das mal so an der Stelle. Gut, und dann habe ich gesagt, die Maler waren da. Die machen wir wieder aus. Ich habe ein bisschen... Und Timo. Timo, ich liebe diesen Hof. Ich habe aber die Maler kommen lassen müssen. Und das ist tatsächlich das Einzige, was ich machen lassen habe. Und zwar habe ich einmal die Hausmauer neu streichen lassen. Und die dazugehörige Wand habe ich noch streichen lassen. Wahrscheinlich werdet ihr gar nicht so viel Unterschied sehen, aber vergleicht es einfach mal mit eurer Wand. Hier mit dem Holz habe ich nichts gemacht. Ich habe tatsächlich das Holz abgeschliffen und neu gestrichen. Es verliert den Charakter. Dieses alte, dunkle Holz wollte ich unbedingt bleiben lassen. Stehen lassen. Lol, den da oben habe ich noch gar nicht gesehen. Lol, habt ihr den schon mal gesehen da oben? Das ist ja putzig. Cool. Deswegen habe ich gesagt, komm, den hier und das hier drüben lassen wir in weiß. Ich habe unten noch so ein bisschen Moos hinzugefügt. Und dann bin ich zufrieden. Das soweit. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, wo das Stroh reinkommt. Ne? Hier rein. Ja, das ist halt Scheins. Was willst du machen? Das hat sich wieder regeneriert nach dem Neustart. Und das ist der Status Quo jetzt. Timo. Ich weiß, der Timo wird das Video bestimmt schauen, weil ich das explizit in den Titel reinschreiben werde. Timo, es tut mir leid. Bei mir heißt es die ganze Zeit, dass die Fleckvieh wohl Probleme bereiten. Ist das tatsächlich so? Weil bisher hatte ich nur einen Kommentar. Ach guck mal, Mist kommt auch. Einen Kommentar, wo das Ganze gesagt hat. Aber so wirklich, dass da 100 Leute das bestätigt haben, so ist es dann auch nicht. So, des Weiteren wollen wir heute etwas machen. Und ich weiß noch nicht, ob es geht. Ne? Bitte, ich weiß nicht, ob es geht. Wir werden uns dieses Stück Land hier kaufen. Verzieht ihr euch! Weil es halt auch nochmal so, ich finde es gut über so mehrere Etagen, ne? Das gefällt mir einfach so, dieser Blick darunter. Deswegen werden wir uns heute die Nummer 53 noch kaufen, beziehungsweise wir haben ja hier eine Pachtmod drin
Und zwar die hier. Und wir brauchen, was haben wir gesagt? Die 53, ne? Die 53. Die hier mit 2,73 Hektar. Ich kontrolliere es nochmal ganz kurz. Hier. Wo sehe ich das nochmal? Sicher ist nämlich sicher. War das hier? 0,91. Ich muss nämlich hier aufpassen. Ich weiß nicht, ob es das Farmland oder die Feldnummer. Die 73. 1,29. Verdammt. Oh nein, oh nein, oh nein. Das wird ja wieder. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir machen hier Grundstück. Feld. Komm, dann machen wir es so, dass es hier das Grundstück 73 ist. Grundstück 73. Pachten. Ja. Spannung steigt. Nein. Wir haben es falsch. Welches haben wir denn gepachtet? Wo haben wir denn gepachtet? Warum zeigt es mir das nicht an? Das muss doch in dickfett lila muss das sein. Okay, dann sagen wir 53. Das ist ja wieder ein Unding hier. Pachten. Hä? Das passt auch nicht. Bin ich im falschen Hof drin? Kundischhof? Nee. In Lila. Bin ich jetzt gerade Banane? Normalerweise müsste das ja dann hier angezeigt werden. Okay, ich muss mal ganz kurz Pause. Okay, ich habe es jetzt einfach über Kredit gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht mit der Zugehörigkeit, dass er da auch durcheinander kommt oder so. Ich weiß gerade nicht, wo der Fehler liegt. Ist aber auch nicht so tragisch, denn wir wollen das Ganze umgrubbern. So. Dann holen wir uns mal ein Gewicht. Lassen wir noch so ein bisschen die Mai-Frischluft hier noch rein. Gewicht haben wir, glaube ich, irgendwo da vorne. Oder hinten. Moment. Auf der anderen Seite. Ich finde, da können wir auch diesen wunderschönen Sound ruhig ein bisschen reinlassen. So, ich hoffe mal, der Timo ist mir nicht allzu böse, dass ich hier ein bisschen mit der Farbung gespielt habe. Aber das hat irgendwie meinen inneren Monk hat es irgendwie gestört. So, den Flug haben wir, glaube ich, da hinten. Nee, nicht Flug, sondern Grubber. Ich hoffe, das klappt auch so weit, dass ich es einfach umgrubbern kann. Das wird auch eine riesen Umgewöhnung werden, wenn der 25er da ist, dass du erstmal kein Simple IC hast. So, dann Atage. Ach ja, ich könnte euch noch kurz im Innenbereich was zeigen. Da habe ich auch noch ganz kurz Hand angelegt.
lassen wir mal ganz kurz noch offen. Und zwar habe ich mir hier drin diese Holzbretter hier weggemacht. Denn hier werden wir auch noch einlagern. Hier werden unsere zukünftigen Silageballen reinkommen, dass wir die hier lagern können bis zum September. Und dann verkaufen. Ja? So ist zumindest mal der Plan. So, hier ist, glaube ich, gar nicht ganz so einfach reinzukommen, ne? Wir müssen erstmal einmal hier rein, so ein bisschen. So. Na ja, komm, ich setze nochmal. Sei nicht so faul, setz eins zurück. Und gut ist. So, Rodale. Also, dann können wir ausklappen. Fahren wir einfach mal eine gerade Linie. Jo, das klappt schon mal. Sehr schön. Wir haben hier GPS drin, by the way. Weil hier wollen wir dann mal ein Feld draus machen. So, wir könnten uns eigentlich auch das Ganze anzeigen lassen, ne? So. Da können wir hier vernünftige Linien ziehen. Da sieht es auch was gleich. So, machen wir außenrum noch kurz das Vorgewinde. Und dann werden wir nämlich hier frisch andrillen. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, vielleicht mal Weizen zu Beginn, dass wir vielleicht doch erstmal noch den Stroh nicht mehr zukaufen müssen. Ich habe ja gesagt, ich will es gerne mal ein bisschen probieren. Auch wenn ich es beim letzten Mal gesagt habe, wir kaufen es. So ist er halt, der Kerle, entscheidet sich immer spontan um. Gut, dass es klappt. Sehr, sehr schön. Ist auch immer ein Thema, ne? Werde ich auch ganz oft angeschrieben bei meinen Karten. Wegen Felderstellungsthematiken, ne? Zu viel Grünland auf der Oberschwaben kann man nicht Felder und mehr Felder erstellen. Falls es euch nicht bewusst ist. Es gibt eine Option, wo ihr mit einem Flug auch ein Feld erstellen könnt, ne? Da müsst ihr einfach die Taste Z drücken. Und dann ab geht die Luzi. Nicht mehr so wie früher. Da bin ich ja auch mal gespannt, was da noch im 25er kommt. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, dass ihr im Baumenü ja die Reisfelder erstellen könnt? Das wird immer noch variabler. Ich bin echt gespannt, was uns Giants da noch so vorenthält. Was für Bomben platzen. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool werden, auch für die Geschichten halt in-game, ne? Dass du da richtig geil Höfe und was weiß ich bauen kannst. Noch feiner, noch besser. Ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. Lang ist es ja nicht mehr. Ich glaube, noch 4 Wochen jetzt, ne? Mal erledigt. Ich glaube, das Vorgewinde da vorne, das ziehe ich nachher raus.
Wenn ich nach draußen fahre, dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen besser hin. So, und dann haben wir nämlich gemeinsam das Bergfest schon wieder überstanden. War eigentlich heute eine solide Folge, ne? Ich bin überrascht, eigentlich sollte ich gleich direkt weiter aufnehmen. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch, ne? Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier von der Holzer am Tegernsee. Macht's gut, bis dann, euer Jogi. Ciao.